Hör mal, für deine Facharbeit habt ihr ein Wohnmobil? Ja, das ist sau OP. Damit fahren wir dann nach Australien. Ach, deswegen sitzen da hinten die Australier. Genau, das sind fast australische Ureinwohner. Hi. Pah, die reden nicht mit so kernbehinderten Leuten. Ach so, scheiße, Mann. Kack, Drecksdepp. Jonas? Ja? Nix. Was? Nix. Nix? Genau. Du scheiß Hurensohn. Hey, meine Mutter sitzt da vorne und fährt. Scheiße, Mann. Weißt du, was ich mich frage? Nee, was fragst du dich? Warum bist du eigentlich so kernbehindert? Das fragst du dich? Das frage ich mich. Aha. Warum bleiben wir stehen? Zu viel Masse. Dann würde ich sagen, schieben wir deine Mutter raus. Aber die fährt. Wie ein Pferd, lol. Dann müssten wir den Australiern auf Wiedersehen sagen. Du kannst doch nicht einfach die Ausländer abschieben. Wenn wir bald ankommen, sind die nicht mehr Ausländer. Dann müssen wir wohl erstmal anhalten. Aber wir sind ja noch nicht so lange gefahren. Der kann doch zu Fuß zurückgehen. Wo sind wir denn? Also auf der Karte? Keine Ahnung, irgendein Dorf. Winterberg oder so. Nee, nicht ganz. Zoom mal ein bisschen raus. Wir sind in Afrika. Was? Wieso sind wir so schnell in Afrika? Keine Ahnung. Also wir sind halt schon ein bisschen gefahren. Aha. Also sagst, wir parken mal und gucken, was kaputt ist, damit wir keine Masse abwerfen müssen? Das ist doch mal eine Idee. Lass mal nach Hause fahren. Mit dem Wohnmobil willst du jetzt wieder den ganzen Weg zurück nach Hause fahren? Ja, es geht doch schnell. Aber ich muss noch nach Australien. Und Afrika ist näher an Australien als Europa. Ja, aber ich muss nicht nach Australien. Ich wusste nicht, dass du jetzt dahin willst. Ich dachte später. Aber wenn nicht jetzt, wann dann? Das ist hier die Frage. Das ist hier die Frage. Aber eine rhetorische. Echt? Ist sie das? Also es ist eine Frage, auf die ich keine Antwort mehr brauche. Brauchst du nicht? Nee, ich kenne die schon. Glaube ich aber weniger. Glaub ich aber mehr. Mehr als ich oder als was? Auch. Was war denn die Frage nochmal? Wenn nicht jetzt, wann dann? Vielleicht, wenn ich wieder zu Hause bin und das Drecksmobil mal durchfahren kann, ohne kaputt zu gehen. Du kannst auch zu Fuß gehen. Ist doch nicht so weit. Du Kackdrecksdepp. Ich finde das schon ein bisschen lustig. Finde ich aber nicht so lustig. Nicht? Nein. Aber warum nicht? Warum nur? Du hältst eine Schnauze. Bring mich einfach wieder nach Hause. Das geht nicht. Warum? Wir kriegen das Wohnmobil nicht mehr ans Laufen. Ich dachte, wir fahren schon die ganze Zeit. Nee, wir stehen noch. Und das Wackeln sind die Reparateure. Rapteure? Nee, die nicht. Ach so, okay. Okay. Also du sagst, dass deine Mutter und die Australier draußen das Wohnmobil reparieren und das deswegen wackelt. Ja. Nicht, weil die was anderes machen. Nee. Okay, dann ist ja gut. Ich habe gehört, am Freitag kommt die zweite Folge. Wovon? Wie wovon? Ist doch klar. Wovon denn? Also da musst du jetzt selber drauf kommen. Wo soll ich drauf kommen? Wovon die zweite Folge kommt am Freitag. Aber wie soll ich denn drauf kommen, wenn ich nicht weiß, was das ist? Ich sag ja, dass du selber drauf kommen musst. Ja, aber ich kann ja erst selber drauf kommen, wenn ich weiß, wo ich hinkommen muss. Du musst nirgendwo hinkommen. Du musst nur drauf kommen. Ja, aber ich brauche einen Ort. Ein Ort zum Nachdenken? Soll ich dich alleine lassen? Ja, es wäre schön, wenn du mich dabei alleine lässt. Aber es wäre auch schön, vorher zu wissen, worauf ich kommen soll. Habe ich dir das nicht eben schon zweimal gesagt? Nein, du hast nur gesagt, dass ich drauf kommen soll. Ja, was kommt denn am Freitag? Das frage ich dich doch. Hast du nicht eben gefragt, worauf du kommen sollst? Ja, aber das andere war die eigentliche Frage. Und das andere die Antwort, also Frage, auf deine behinderte Antwort. Aha. Dann sage ich dir jetzt mal, was am Freitag kommt. Dann ist ja gut. Du? Ich? Keine Ahnung, ich habe nur geraten. Ach so, ich hatte gerade schon ein bisschen Angst. Warum hattest du Angst? Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Ja, das weiß ich jetzt auch. Puh. Hä? Jetzt gibt's einen Grund, Angst zu haben. Also gab. Jetzt sag doch einfach, was du meinst, Mann. Die zweite Folge von der Animation. I know, die ist das, du weißt. Aber nicht A zu der Praxis. Was denn? Siehst du denn ja. Aber guck dir am besten mal die erste Folge vorher an. Aber ich habe kein Netflix. Netflix? Ja, lol. Das auf YouTube. Ja, dann sage ich nicht nein. Ich sag nämlich 9, weil ich bin deutsch.